Letzte Sitzung im Jahr 2016 für den Gemeinderat der Einheitsgemeinde Barleben. Mit 18 anwesenden Ratsmitgliedern abstimmungsberechtigt. Von den insgesamt 27 Tagesordnungspunkten, die auf der Tagesordnung verblieben, sind die, die die Steuererhöhungen und die Verteuerung der Friedhofsgebühren betreffen, am interessantesten. Dazu kommt ein zusätzlicher zinsloser Kredit in Höhe von gut 900.000 Euro, den die Gemeinde zur Finanzierung des Kita-Neubaus in Ebendorf bei der Investitionsbank Sachsen-Anhalt aufnehmen wird. Die Grundsteuer B, das ist die Grundsteuer auf bebauten Grund, wird zum zweiten Male angehoben, und zwar von 375 auf 450 von 100. Das betrifft alle Grundstückseigentümer, die damit einen erheblichen Anteil an der Haushaltskonsolidierung tragen. Denn trotz Anstrengungen zu sparen, müssen an jeder nur möglichen Stelle mehr Einnahmen generiert werden. Unter diesem Beitrag finden Sie einen Link zum PDF-Dokument mit den neuen Gebühren für die Nutzung der Friedhöfe in Barleben, Ebendorf und Meizendorf. Und wenn Sie die Steigerungen der einzelnen Posten überfliegen, dann überlegen Sie es sich sicher mit dem Sterben. Der Hatsun Jindo Karate Club verliert seine finanzielle Förderung, bekommt aber dafür den Status eines Barleber Vereins. Und der Jugendclub Insel der Alternativen muss im Jahr 2017 mit 10% weniger Zuschuss auskommen. Das gleiche gilt auch für das Mehrgenerationenzentrum, doch hier ist die Trägerschaft für den MGZ-Verein für die nächsten 4 Jahre bestätigt worden.